Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Lang ist es her, aber jetzt kann ich wieder mal was aufnehmen. Und wir folgen hier einer Quest. Ich habe jetzt auch den, ich glaube, habe ich jetzt den Untertitel schon eingestellt, weil ihr wolltet ja auch, dass der, ja was, der Untertitel hier eingeschalten ist. Zurück zum Spiel, oder? Dann müsste das so passen. So, wir haben da vorne eine Rettungskapsel. Den Funkspruch dazu haben wir, glaube ich, schon gehört gehabt. Und ich sollte vielleicht... Okay, ich tauche, ich hoffe. Und wir müssen davon Leute retten. Was uns aber nicht dran hindern wird, denke ich mal. Ich will das haben. Gib mir das. Ah! Wow! Hallo! New Blueprint acquired. Ja. Inventar voll. Hör auf. Da kommt er nochmal, ne? Ist ja klar. Du Giftzwerg, du. Alter. Du Mistkerl. So, mal Luft holen inzwischen. Ich bin schon wieder komplett aus der Übung. Mein Inventar ist voll, das geht einmal überhaupt nicht. Aber wir haben die Schlingpflanzenprobe bekommen. Das ist gut. Nahrung wäre das sogar. Cool. Ja. Ich glaube, es geht noch vom Überlebensding her. So ein Drecksviech, ne? Wo ist er denn? Und dann nochmal wahrscheinlich, ne? Bei meinem Glück. So, also. So. Hammer, konnte ich mehr sammeln als Nein. Boah, wo bist du? Ah, oh Gott. Da. Ja, schwimm nur weg. Ich mag das Messer. Kann man das eigentlich auch? Nein. Okay, zur Quest. Irgendwo da müsste... Ich brauche mal Luft. Und irgendwo da müsste es eine Rettungskapsel geben. Mit Überlebenden sogar. Das müssen unsere Arbeitskollegen sein. So, kurz Luft holen. So. Sowas finden, ne? Was bist denn du? Kreaturenei. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt mich. Schlingpflanze? Ja. 50 Meter. Hä? Na, das ist unsere Rettungskapsel. Ich bilde mir ein, dass ich die... Bäh? Achso, das sind nur die Meter, wie tief ich tauche, ne? Ich Schlaufuchs. Warte mal, haben wir da nicht? Habe ich da nicht? Ah, habe ich da nicht. Das will ich machen. Das blende ich jetzt mal aus. Ah, das ist auch blau, deshalb so. Ah, ich muss unseren Dingsbus wahrscheinlich einsetzen, ne? Diesen, oder? Ist nur was zum Abhören. Da drüben. So, jetzt aber. So. Ich habe nämlich schon mal eine kleine Probeaufnahme gemacht gehabt und das schon mal eingestellt und, naja... Irgendwie, dadurch, dass ich das gespeichert habe, das ist natürlich jetzt wieder weg. Kann ich das mitnehmen? Wahrscheinlich, weil ich keinen Platz habe, ne? So, komme ich da rein? Komme ich nicht rein? Hallo? Kuckuck. Warum darf ich da nicht rein? Oder geht das, ist es automatisch schon offen? Bäh. Na, schaut nicht aus, ne? Und nu? Ich glaube, ich gehe mal Luft holen. Und dann schaue ich mich mal an. So. Einmal frische Luft. Vielleicht muss ich das mit irgendwas... Zum Scannen ist da auch nichts. Ah, so ist das. Oh, das war einiges hin, ne? Integrating new PDA data. Jawohl. Was haben wir da? Fasergewebe. Aha, ja genau, das haben wir, glaube ich, auch gebracht. Was haben wir hier? Daten. Downloads. Überlebende der Aurora. Rettungskapsel 3, Besatzungsaufzeichnungen. Ja, bitte.
You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Okay, also nochmal, ne? Oxygen. Oh, ja. Ich werde das, glaube ich, an der Oberfläche lesen. Ha, bevor ich hier unten ersaufe. So, und? So. Also, nochmal. Das war jetzt hier Detecting drin. Increased Nein. Foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Selbstscan durchzuführen, machen wir gleich. Also. Unbekanntes Besatzungsmitglied 1. Glauben Sie wirklich, dass der uns beide tragen wird? Der Besatzungsmitglied 2, ne? Der Standard-Segelgleiter zieht eine Masse von 80 Kilogramm mit über 30... Gottchen. Mit über 30 km/h. Die Energiezelle, die ich an diesen hier angeschlossen habe, sollte das verdoppeln. Glauben Sie, dass etwas da draußen schneller ist? Oh, sicher. Und das bedeutet, dass er nicht nach 3 Metern überladen sollte. Das scheint Sie nicht zu beunruhigen. Ich sehe das technische Problem. Wenn ich aufhöre, es wissenschaftlich zu sehen, bekomme ich Angst. Okay. Hier. Genau, Bakterien im Wasser. Ich muss mich mal untersuchen gehen. Also sollte ich mich mal untersuchen. Selbstscan mit F. Genau, so war das. Self-scan complete. Vital signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Okay. Continuing to monitor. So. Ich würde gern zu meinem Inventar, wenn es geht. Und zwar Wasser. Habe ich noch irgendwas mit? Tatsächlich. Desinfiziertes Wasser und gefiltertes Wasser. Ja. Ich würde schon gern. Vital signs. Genau so, stabilizing. Das einfach draufdrücken. Habe ich noch was zum Futtern mit? Ja, Blasenfisch. Ansonsten schauen wir schon ein bisschen übel aus, ne? So. Nichts mehr. Dann schauen wir nochmal runter. Vielleicht können wir hier noch irgendwas Nützliches mitnehmen für uns. Vielleicht haben sie noch Datenbox öffnen. Meine Kompass. Ja, nice. Erste Hilfe haben wir nichts mehr. Ansonsten ist hier gar nichts, ne? Okay. Dann tauchen wir mal wieder auf. Wobei, habe ich jetzt ein bisschen Platz? Könnte ich das da mitnehmen? Bitte? Geht das? Geht nicht, ne? Oder wie? Nein. Und Luft brauche ich auch schon wieder. Okay. Schade, jetzt muss ich schauen, dass wir da irgendwie zurückkommen, bevor ich sterbe. Boah, das ist aber schon ein bisschen doof. Taucherflasche, Schwimmflossen. Wir können uns ja tatsächlich schon schneller fortbewegen, das ist ja was. Puh. Wir haben jetzt ein bisschen Platz. Ich könnte noch ein bisschen Schlingpflanzen mitnehmen. Müsste sich ausgehen. Und dann muss ich schauen, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme, ne? Eigentlich. Theoretisch. Ja. Geht sich noch was aus oder ist das auch schon voll? Verdammt, das ist, glaube ich, ebenfalls voll. Salzablagerungen. Was haben wir hier noch? Erz oder was? Sandsteinaufschluss. Ah, oh, da bleibst du. So, ich sollte auf diesen nochmal wieder scannen eigentlich, ne?
selbst scannt. Ist das jetzt ein. Ist das dann ein anderer Scanner als wie das hier? Nö, schon das gleiche, ne? Reparaturwerkzeug, ja. Okay. Das mit der Rettungskapsel, also unsere eigene Schiff, ist ein bisschen doof, ne? Dass die eigentlich immer so weit weg ist. Und dass auch unser Inventar eigentlich. Warte mal. Wie schaut es jetzt questmäßig aus? Jetzt haben wir das. Defekter Seegleiter. Wer ist das denn gewesen als wie das, ne? Weil dadurch, dass wir. Dass ich eigentlich was zu essen brauche, traue ich mich jetzt eigentlich schon fast nicht. Wollte ich sagen, traue ich mich jetzt eigentlich gar nicht irgendwie da jetzt weiter voran zu mich zu tasten. Eigentlich müsste ich beinhart zurück und schauen, dass wir gutes Essen und Trinken haben übrigens. Das ist nicht gut. Ja, ich werde sterben, wenn ich nicht was mache. Auf jeden Fall mal zurück, ne, würde ich sagen. Dadurch, dass wir jetzt eh schneller schwimmen können, hoffe ich mal, ja, dass wir das irgendwie schaffen. Selbstscan abgeschlossen. Keine Mengen, kleine Mengen fremder Bakterien registriert. Überwachung wird fortgesetzt. Okay. Wir haben Schlingpflanze. Was? Verfault? Ach, geht bitte. Das kann man essen? Hör auf. So, naja. Bringen wir das Ganze mal zurück. Ich brauche dringend einen größeren Rucksack. Ich möchte sowieso, man soll ja hier angeblich was bauen auch können, glaube ich. Ne? Das wäre auch nicht schlecht. Auf jeden Fall mal zurück. Vielleicht finden wir den einen oder anderen Fisch schon mal an, den wir braten können. Das wäre ganz famos. Aber dieses Windegras ist ja auch famos, oder? Gut, gut, gut. Halt, halt. Bleib hier, bleib hier. Halt, Lex. Ich will dich doch nur essen. Danke. So, dann haben wir schon mal. Gibt es vielleicht noch welche, die wir hier haben zum Beispiel? Kann man dich? Was? Der nicht? Aber der, glaube ich, ne? Dieser Blasenfisch. Ist noch ein Blasenfisch. Mehr Fische, Fisch. Oh, ich kein Platz mehr. Ah, voll, deshalb. Toll. Toll! Aber. So. Wir brauchen jetzt mal was zu essen. Theoretisch. Tauchst du mal runter? Hier? Bitte? Dass ich da rein kann. Mehr Sicherheit. So. Hier sind wir in Sicherheit. Was haben wir da? Der Kommunikator. Ah ja. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Aha. So, Wasser mal, ne? Gefiltertes Wasser, bitteschön. Danke. Und was zum Essen? Gekochte Nahrung vor allem. Danke. Dann Ressourcen. Grundmaterialien. Fassadengewebe ist jetzt neu, kann ich nur dummerweise noch nicht herstellen, weil wir zu wenig haben. Was geschuldet ist, dass ich einfach viel zu viel Graffel in meinem Rucksack habe. Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Da wäre auch was Neues. Ein Kompass, Kupferdraht und Kabelsatz. Pfadfinderwerkzeug. Okay, warte mal. Wozu ist jetzt... Was war da?
Kompass zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an, logisch, ne? Dann hier war Pfadfinderwerkzeug. Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus, okay. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Die dann Kupferdrahtschlingpflanzen Büschel. Okay. Das sind. Ich müsste einfach mehr herstellen, glaube ich, schon bald, ne? Taschenlampen kann man auch schon einen größeren Rucksack haben. Auftriebskörper. Notfallauftriebskörper. Eine chemische Reaktion produziert Gas zum persönlichen Auftrieb. Ja, das wäre nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Werkzeuge, bla bla. Reparaturtaschenlampe, Feld, Pfadfinder, Auftrieb. Also das hatten wir schon. Hier war ich, wollte ich. Die Taucherflasche. Ja, warum eigentlich nicht? Titan, Glas, Standard-Taucherflasche. Ich habe doch die Standard, ne? Jetzt brauchen wir noch Titan. Viermal und Glas zweimal und Silbererz. Okay, was haben wir hier noch drinnen? Bitte öffnen. Habe ich das überhaupt? Silber könnte ein Problem werden. Titan hätte ich genug, Glas, die wäre wahrscheinlich auch kein Problem. Kupferdraht hätte ich auch. Ova. Wie befürchtet, der Rest ist ein Problem. Ich könnte mal das sagen. Also man kann immer nur stückweise. Das ist echt doof, dass man das nicht stacken kann, ne? Wir haben so viel Graffel. Und ich kann nichts damit anfangen. Hoppala. Ich will da raus wieder aus dem. So. Was zwitschert denn da so? Ich kann es eh nicht nehmen, ich habe keinen Platz. Hä? Haben wir ein Haustier? So. So. Was können wir herstellen? Titan mal 4. So. Dann können wir herstellen Glas. Dann. Ich würde sagen, machen wir die Chlorbleiche von mir aus. Elektronik, Kupferdrähtchen, glaube ich. Und wir schauen, ob beim Essen was geht. Um ein besseres. Ja, Wasser, Wasser. Ja, das brauchen wir unbedingt. Besseres Wasser, weil durstig wie immer sind, ne? Dann, was können wir noch herstellen? Noch mehr Titan. Seek Fluid Intake. Ja, ja, ja. Ich habe gerade hergestellt. Macht da keinen Stress, gnädige Frau. Noch mehr Titan, ist wurscht. Noch mehr, dass der Schrott wegkommt, weil ich glaube, für was anderes brauchen wir das eh nicht. Zumindest finden wir eh genug, glaube ich. So, da hätten wir jetzt mal alles. Wow. Standard-Taucherflasche wird schon gehen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich stelle es jetzt mal her. Blub. Und für da braucht man noch zu viel Zeug. Schwimmende Luftpumpe. Wäre auch nicht schlecht mit Leitungen. Für ganz da hinten, ne? Aber ist eigentlich egal. Geräte, wasserdichter Behälter. Mir bleibt ja schon fast nichts anderes übrig, als wir das bei uns unterhalb unserer Rettungskapsel hinzustellen. Hätten wir wenigstens ein bisschen was reinschmeißen können, ne? Bleibt mir ja schon bald nichts anderes übrig. Ein verdichteter Titanbahn. Ich mache jetzt einfach mal eins. Achso, ich habe keinen Platz wahrscheinlich. Warte, dann machen wir einmal Titanbahn. Geht auch nicht. Naja. So, hier kann ich ja auch nichts mehr lagern, ne? Voll, ja, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ah. Dann würde ich mal sagen, warte, ich trinke mal was, ne? Prost. Vital signs stabilizing. Dann gefiltertes trinken wir noch. Dann tun wir noch was essen. Jetzt hätten wir Platz. Standard-Taucherflasche. Ich wusste doch, dass ich die habe. Ein zweites wird sie nichts bringen, ne? Zwei Taucher. Ich glaube nicht, oder? Habe ich mir schon gepastelt? Nein, ne? Ich probiere jetzt einfach mal, ob wir zwei tragen können.
gebastelt habe ich mir sie schon. Ja, da liegt sie nämlich. Kann man jetzt zwei tragen? Na, nur entweder oder, ne? Meh. Ja, das war jetzt für den Hugo, ne? Man kann sie aber nicht unterwegs tauschen, oder? Wenn wir jetzt unterwegs sind, dass man sagen kann, okay, wir tauschen das jetzt mal. Warte, geht jetzt ausrüstungstechnisch nach wie vor nichts, ne? Na. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir mehrere Feuerlöscher brauchen. Wir können ja uns mal zum großen Raumschiff, also das geht jetzt solchen, genau, solche, diese Bakterien im Wasser, diese Radioaktivität, ich kann gar nicht zum Schiff. Da machen wir ein bisschen Titanbahn, dafür brauchen wir einiges an Titan. Ich hoffe, dass ich das besser bunkern kann. So. Ja, jetzt hätten wir tatsächlich ein bisschen Platz. Titanbahn habe ich da viele. Ich werde das, so machen. So und so. Das Gold werde ich bunkern. Da brauche ich eh nur einen. Salz hätte ich noch eins, ne? Dann könnte ich nochmal so ein Wasser machen. Glas werden wir bunkern. Aus dem mache ich noch einmal einen Bahn. Dann haben wir hier schon schön zusammengeschrumpft. Ich glaube, das machen wir so. So, bitteschön. Wir brauchen nochmal, warte, Essen. Nein, das zuerst. Das war das, glaube ich, ne? Also Chlorbleiche. Und aus dem können wir jetzt Wasser machen. Genau, so war das. Also Essen, Trinken und das. So, dann haben wir wenigstens das schon mal. Hungrig sind wir wie ein Wolf. Und einmal noch die Tarnbahn, dann haben wir schön Platz. Jo. Gut. Und so. Sehr gut. Das schaut schon richtig gut aus. Wasser, jetzt können wir das, also es hat keinen Platz mehr, genau. Können wir irgendwas? Schwefel, Kreaturenei, bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, was man mit diesen Kreatureneiern machen kann. Ich hatte gehofft, dass man die kochen kann. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Na, nie im Leben. Okay. Na, dann bunkern wir sie halt nochmal, ne? Geht das auch noch? Nein. Ich werde das eine tauschen gegen... Boah, das hat überhaupt keinen Platz. Dann nehme ich das hier, das ist wichtiger und das schmeiße ich halt weg. Und wenn wir noch ein bisschen Titan finden, dann baue ich nochmal so eine Kiste und tue sie unter unsere Rettungskapsel hin, ne? So quasi als, ja, Notfalltruhe, ne? Aber jetzt haben wir jetzt ein bisschen Platz, jetzt können wir lasch wieder was einsammeln. So. Vor allem, was schön wäre, was zu essen. Weil wir sind richtig hungrig. Da haben wir wieder ein Blasenfischi. Blasenfischi. Futter. Ist echt nicht so leicht, was zu jagen, ne? Löst mal lieber unser Messerchen aus. Okay, das klappt schon mal. Was bedeutet eigentlich das hier? Kann ich, habe ich da so ein Gerät mit, dass ich was abhören kann? Na, oder? Scheint es einfach nur so gemeint. Achso, warte, die Quest, ne? Ja, ja, ja. Dann haben wir sicher einen neuen... Oder auch nicht. Einen neuen Auftrag. Mist. Was soll ich denn jetzt machen? Doch, ich weiß schon, was wir machen. Wir brauchen jetzt einmal Faserngewebe. Warte mal, ich wollte hier einen Anzug herstellen, glaube ich, ne? Ich brauche dafür einen Haufen Faserngewebe, glaube ich. Und daraus wollte ich ja da unten irgendwo mal sowas, ne? Strahlenschutzanzug machen, genau. Blei fehlt mir noch, richtig, richtig. So langsam dämmert es mir ja wieder, Gott sei Dank. Und dieses Pfadfinder-Geschichtel wäre auch nicht schlecht. Ja.
dann haben wir... Calorie intake recommended. Ja, hungrig. Und das hier wäre noch Blei. Sobald wir Blei finden, stimmt. Röhrensegment. Können wir hier dann schon bald einmal anfangen? Mehrzweckraum. Bestandteile brauchen wir noch. Okay. Oh, um Gottes Willen. Da können wir halt unsere Basis quasi bauen. Dauert halt noch ein bisschen. Ja. Aquarium und alles geht. Sehr schön. Schild. Labortisch. Da können wir einiges bauen. Aber da brauchen wir jetzt mal Blei. Und ich brauche es zu essen. Und zwar dringendlichst. Nom nom. Nom nom. Hast du was zu essen? Wenn ich den zusammenhau? Ich hab's. Nein, ich glaube nicht. Ne? Oh, Schrott. Ja? Metallschrott brauche ich? Ich glaube nicht, ne? Wo sind sie denn? Da mal Blasenfische. Kinderfische? Jawohl. Dann kann ich mir bald was braten. Die Glubschis, glaube ich, konnte man auch futtern. Schade, dass man diese Schwammerl da nicht essen kann, ne? Da hält man wieder was. Ah, Blasi, bleib da. So, ja. Da hält man Glubschi. Ich glaube, die Glubschis konnte man auch futtern. Scheiße, dass man dieses Grünzeug hier nicht essen kann, ne? Da war's. Luft brauche ich auch. Wasser. Wasser haben wir genug Fruchtbaum. Schauen wir schnell zurück. Ein bisschen was essen kochen. Jetzt müssen wir mal zuerst schauen, dass wir die Korallen nicht mehr sparen können. Ne? Thermometer, Computerchip. Kann man den schon herstellen, Computerchip? Muss man wünschen. Oh, ey. Ah, da geht's noch weiter. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad. How many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Okay. Die sprechen schneller, als die Schrift hier kommt, ne? Egal. So, wir wollen, ich muss essen. Mahlzeit. Vital signs stabilizing. Jo, der hat doch Mahlzeit gesagt, man hat es eindeutig gehört. Puh, Blei, wo kriege ich ein Blei her? Vielleicht soll ich auch mal so ein Erste-Hilfe-Dings nehmen. Ja, das ist schon besser. So, gleich das nächste eingepackt. Gutes. Hast du noch irgendwelche Nachrichten? Nein. Danke. Dann gehe ich wieder, ne? So. Zum einen Essen fangen. Essen fangen. Essen suchen. Und natürlich da drüben diese Dingens, ne? Seetang-Geschichten. Waren die jetzt hier? Ich glaube. Gut. Hier gäbe es ganz viele Klubschis. Ich würde doch gerne mal so ein Klubschi, Klubschi, Klubschi. Klubschi? Ja. Ein Klubschi. Noch mehr Klubschis, wenn es geht. Jawohl. Das soll man nämlich ja essen können. Hast du nicht auch was zu essen? Stielauge. Essbar, ja. Kleiner, essbarer Beutefisch. Luft wäre auch mal nicht schlecht. Ich habe es richtig gesagt. Luft. Oh. So. Jetzt wäre nochmal gut gewesen, zurückzufinden. Warte, ich muss mal kurz gucken, wo sind wir? Wo ist das Schiff? Da. Das heißt, in die Richtung da drüben. Da war die Kapsel, ne? Da war so ein Metall-Dings. Was bist du eigentlich? Titan. Okay. Titan kann schwimmen? Jo. Das habe ich nicht gewusst. Ui, Sauerstoff. Blub, blub. Blub, blub. So. Sauerstoff tanken. Blub, 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 blub. Wow, ouch. Du bist Viech. Ich habe die falsche Maustaste.
Oh Gott. Jetzt gibt's doch mal was. Komm her, du Mistviech. Pflanzenprobe und zwei von den Dingen. Passt. Das müsste ich sofort zurück. Upp, ich brauche Luft. Und der Part ist zu Ende. Meine Güte. Blanchi, Blanchi, Blanchi. So. Also, Kapsele. Wo bist du? Da. So, schnell zurück zur Kapsele. Dann haben wir jetzt Essen mit. Ja, Essen haben wir mit. Das passt. Können wir was kochen. Wasser haben wir eh noch. Salz habe ich jetzt leider keins gefunden, da müssen wir noch mal suchen. Und Blei natürlich nach wie vor. Okay, der Part wird zu Ende. Ich gehe mal schnell kochen und essen. Und dann können wir im nächsten Part gleich hier weitermachen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.